Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Sie Pamela, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte ja erst jetzt vor kurzem Geburtstag und ich dachte mir, vielleicht euch interessiert euch das, was ich alles so bekommen habe. Und ich habe so eine kleine Feier gemacht, ein bisschen fortgegangen, zuerst Cocktails trinken und dann tanzen. Und ja, ich dachte mir, vielleicht interessiert euch das, ne, was ich da so bekommen habe. Ich habe hier eine ganze Kiste voll, also einen ganzen Sackerl voll. Und ich sage jetzt aber keinen Namen dazu, von wem ich was bekommen habe, weil ich nicht genau weiß, ob damit jeder so einverstanden ist. Also als erstes, was ich hier rausziehe, ist so ein cooler Becher. Das ist ein nachhaltiger Mehrwegbecher und damit hilft man halt die Umwelt zu schonen, ne? Weil das eben Mehrweg ist. Aus Bambus sogar. Das ist wirklich richtig cool. Wiederverwendbar, BPA-frei, umweltfreundlich, Spülmaschinen geeignet, lebensmittelecht. Richtig, richtig cool. Ist aber, glaube ich, vom Piper, was ich gesehen habe. Dann habe ich ein Amethyst-Armband bekommen. Ich bin ruhig. Frieden wird auch in Verbindung gebracht mit Weisheit, ruhiger Schlaf, psychische Fähigkeiten, Intuition und Stoffwechsel. Und das ist richtig gut für mich, weil ich habe eh so schlecht geschlafen in der Nacht. Deswegen, ja, mal schauen. Dann habe ich so eine süße Karte bekommen. Da sage ich aber nichts dazu, was da drinnen steht. Das ist zu persönlich. Dann habe ich diese schöne Porzellanfigur bekommen. Die ist auch mega süß mit der Krone drauf. Stelle ich aber daher, dass nichts kaputt wird. Dann habe ich noch einen tollen Tee bekommen. Einen Puka Charmant Cassis Biofrüchtetee. Ich habe zwar Histamin, Nahrungsmittelunverträglichkeit, aber ab und zu geht das schon. Wenn ich dann mal einen Tee davon trinke. Ich soll es halt nur nicht so regelmäßig machen. Ne? Oder wenn mein Darm zu angeschlagen ist, dann nicht. Dann habe ich eine mega, mega gute, riechende Apple Cozy Cider Limited Edition Kerze. Ich liebe es. Ich stelle mir jetzt auch schon überall Kerzen auf und deswegen ist es richtig, richtig toll. Dann habe ich noch bekommen Happy Ginger Bread Man Schaumbad Vegan Orange Zimt und Kardamom. Richtig toll. Und eine von Tete Sept wieder mit Granatapfel und Nelke mit Glitzereffekt. Also richtig, richtig toll und süß. Okay, jetzt ist runtergefallen. So, dann habe ich noch einen Hugo Pink bekommen. Den trinke ich nämlich sehr gerne, wenn ich einmal an Alkohol trinke. Ich trinke eigentlich kaum Alkohol. Und dann habe ich noch eine kleine Duftkerze bekommen mit Waldbeeren. Die riecht auch sehr, sehr lecker. Und außerdem steht da noch drauf, alles Gute. Die stelle ich mir am liebsten da über den Arbeitsplatz hin. Da habe ich immer eine kleine Kerze stehen. So, dann habe ich hier mal ein Säckchen leer. Genau, da habe ich auch, das Säckchen ist auch sehr süß auf alle Fälle. So, dann habe ich noch bekommen von Balea die Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Ist auch sehr cool, die kommen dann in den Kühlschrank rein. Und von Beauty die Lilanen, die kenne ich gar nicht. Das sind mit Peptide, Hyaluron und Vitamin A. Die schauen so aus. Dann habe ich noch einen tollen DM-Gutschein bekommen, da habe ich mich voll gefreut. Und dann kann ich mir gleich einmal die nächsten Limited Editions auf alle Fälle zulegen. Ist voll cool. Und dann habe ich noch diese tolle Kette bekommen, da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Also die ist voll, voll schön. Dann habe ich noch so ein schönes Schild bekommen. Zum Aufhängen, das ist ein Metallschild. Strau Familie, wir haben vielleicht nicht alles, was wir wollen, aber zusammen sind wir alles, was wir brauchen. So, dann habe ich noch bekommen. Ah ja, da hat sich noch was versteckt. Und zwar habe ich zwei so Schnapsgläser bekommen. Dich mag ich, du hast genauso einen an der Klatsche wie ich. Mega süß. Und ein zweites, wie schön, dass es dich gibt. Mit diesen Schäfchen da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Die haben auch einen speziellen Namen. Ne?
Dann habe ich noch bekommen Badesalz, aber richtig cool schauen die aus. Also das eine ist mit Pfingstrose und Vanille, das nächste ist mit Macadamia und Honig, das nächste ist mit Küstenzypresse und Treibholz, sehr interessant. Und Iris und Sandelholz und schön eingefärbt, ne? Dann habe ich so ein Hello Beauty Set von Max & More bekommen zum Schminken. Auch voll süß. So, dann habe ich noch einen riesen Karton bekommen. Meine Freundin war ein bisschen wahnsinnig. Und da habe ich bekommen an den tollsten Menschen der Welt. Das ist voll, voll süß. Das lese ich natürlich nicht vor. Und da war drinnen diese schöne Kerze. Fresh Rose, die ist ein bisschen parfümiert, aber ich kann den Duft jetzt irgendwie nicht zuordnen. Dann das Rosenwasser Face Mist, das kann ich auch gut gebrauchen, weil meins, ich habe Nummer 1 und das ist gerade in Anwendung. Ist zwar schon noch ein bisschen was drin, aber egal. Und das wollte ich sowieso schon mal austesten. Dann sind hier noch Peel-Off-Masken, aber schaut euch diese schöne Verpackung an. Die ist echt mega, mega. Dann habe ich noch einige Masken bekommen. Und zwar habe ich einmal diese Gesichtsmaske bekommen. Das ist so eine Selfie-Maske. Dann habe ich zweimal diese. Das sind auch so Selfie-Masken. Die muss ich austesten. Dann habe ich noch eine Gold-Maske. Ist normalerweise immer super. Und eine Kollagen-Maske habe ich hier noch. Dann habe ich eine Peel-Off-Glittermaske, da sind 4 Stück drinnen. Die ist auch ein urschönes Packaging mit diesem lila Pink. Und dann noch diese Gurken an der iPads. An der iPads kann man immer gut gebrauchen, ne? Dann habe ich noch eine von Alvira, so eine Multifunktions-Gesichtsmassagebürste. Sowas ist auch toll, wenn man sich reinigt, dass man da einfach den Reinigungsschaum drauf gibt oder mit was man sich halt reinigt. Und mit dem kann man sich dann peelen. Dann habe ich von Nivea eine Handcreme. Das ist super. Die kommt in meinem Backup. Die ist mit Glycerin und Aloe Vera. Das ist sicher gut. Die hat 100 Milliliter. Und ich habe, glaube ich, eh nur mehr eine Anwendung und einen Backup, glaube ich. Also im Winter braucht man das sowieso, aber ich nehme die eh das ganze Jahr. Und dann habe ich noch so ein ganz ein süßes Notizbuch. Und das ist so ein ganz ein weicher Stoff. Also das ist richtig toll. Da kann ich immer meine Sachen reinschreiben, meine Projekte oder meine Gedanken. Und das ist wirklich toll. Also da hat sie mir eine mega Freude gemacht, auf alle Fälle. Und die Box ist auch wunderschön. Also die ist richtig toll. Und dann habe ich noch ein paar Sachen bekommen. Und zwar einmal von Revolution habe ich eine Palette bekommen. Und die werde ich noch reviewen auf alle Fälle. Ich werde nur nicht die Press Glitter. Das ist nichts für mich. Aber die anderen Töne schauen eigentlich auch ganz spannend aus. Und ja, die Verpackung gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann habe ich noch von Propol Imkergut eine Honigspülung bekommen und eine Handcreme. Kann ich auch super gut gebrauchen. Dann habe ich noch bekommen. Cool, oder? Ich liebe Spieluhren. Also ich habe auch eine, so eine Manga-Spieluhr und die habe ich auch sehr gerne und ja, das ist echt süß. Dann habe ich noch einen Glücksbringer mit handgemacht mit so in so Holzoptik. In klassischer Handwerkskunst liebevoll hergestellt. Genau. Ist auch süß. Dann habe ich noch so einen Schutzengel und zwar ist er speziell für mein Geburtsdatum und man kann das dann auch noch rausziehen und da ist dann noch so ein Karabiner. Ich weiß nicht, ob das gedacht ist dann für eine Kette oder für einen Schlüsselanhänger.
Weiß ich nicht, aber ich finde die so schön. Ich glaube, die werde ich mal aufstellen mit der Verpackung. So, jetzt habe ich noch drei Sachen. Und zwar einmal, das ist höchst spannend und da habe ich mich urgefreut von Revolution. Am Anfang dachte ich mir, ist es eine Palette, also eine Augenpalette, eine normale Palette halt. Aber es ist eine Cheek-Palette und zwar eine Highlighter- und Bronzer-Kit. Ich denke, das wird der Bronzer sein und die anderen Sachen werden Highlighter sein, obwohl das könnte man als Blush oder als Schimmerblush auch vielleicht nehmen. Und das werden wir auf alle Fälle austesten. Da freue ich mich schon mega drauf, das zu testen. Und genauso haben wir jetzt dann noch zwei Sachen von Art Deco. Und zwar von der Green Couture-Reihe Silky Powder Blush. Und zwar habe ich das zweimal. Das werde ich gleich aus der Packung lassen. Das ist so ein schönes graues Design. Und so toll schaut das aus, mit so Rosen drinnen. Aber ich halte mal den Spiegel zu, weil dann sieht man das nicht gut. So ein schönes Pressing, das ist unglaublich. Und ja, das ist so ein Mauve-Ton auf alle Fälle. Seidig natürlicher Blusher, Artikel Nummer 3340. Aber da steht gar kein Farbname drauf. Okay. Und das ist die Farbe 20. Ja, da steht das gleiche drauf. Und das ist eher ein Peach-Ton. Der schaut richtig, richtig schön aus, finde ich. Aber mir gefallen beide Töne sehr gut. Art Deco habe ich zwar schon ein paar Sachen, aber diese Art habe ich noch überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass das drinnen war. Ja, ein paar Kleinigkeiten werde ich wahrscheinlich noch bekommen. Aber das war jetzt von meiner Feier, meine Geschenke. Und ja, ein paar Sachen kriege ich dann irgendwann noch danach. Aber ich wollte euch einmal so einen groben Überblick geben. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Falls euch das interessiert hat, lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben und ein nettes Kommentar. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!